Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ach du Scheiße, was war das in der letzten Folge? Wir sind der Präsenz begegnet und die hat genau dasselbe zu uns gesagt, was wir am Telefon gesagt haben. Ich habe keine Ahnung und wir haben auch zum Schluss erfahren, dass das Baby von Felicia mal ganz dringend eine warme Dusche braucht. Und das heißt nichts Gutes, wenn ein Kind kalt ist. Besser gesagt, ein Baby. No, no, not fire, not here. No, 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 not the baby. Gotta move fast. I need a fire extinguisher. Warte, ich habe irgendwo. Irgendwo habe ich den Feuerlöscher gesehen. War das hier? Alter, geht doch mal zu den Bibi hin. Das hat mehr Probleme als ich gerade, okay? Ich weiß, dass wir hier irgendwo. Feuerlöscher hatten. Ich kann mich dran erinnern. Ich habe ihn im Gedächtnis. Ich weiß nur nicht. Das Haus hört zu. Ich weiß nur nicht wo. Ja, Bibi, tut mir leid, dauert ein bisschen. Oh. Gut, die Tür können wir nicht benutzen. Wo waren Feuerlöscher, Leute? Gut, da kommen wir jetzt gerade auch nicht rüber. Ah, ich weiß, dass ich den irgendwo gesehen habe. Und wahrscheinlich lief ich gerade an den vorbei. Ich gehe hundertprozentig an den gerade vorbei. Hier schwirrt irgendwas rum. Ich hoffe, ihr hört das. Auf der Suche nach dem Feuerlöscher. 10.000. Ja, Splitter. Gut. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Kann ich denn? Oh, sorry. I don't need a toilet. Ja, Toilette. Wir sehen zwar nicht, aber die Geräusche von dem Vieh ist wirklich äußerst widerlich. Shock of my life. Ich lasse das Vieh wieder weg.
ich denn raus? Piss dich doch mal bitte da. Oder läuft das Vieh auch eine Runde rum? Wo war der Feuerlöscher, Leute? Ich hab ihn irgendwo gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Dieses Geräusch, wenn sie rauskommt, das ist ganz schön... Oh, da hinten. Gut, wir müssen leider... Das jetzt so erstmal rumlaufen. Klappe. Die Tür. Hier müssen wir hin, glaube ich. Da müsste der Feuerlöscher. Stop fucking with me. When have I ever fucked around with you? Serge, it's actually you. In the flesh. And sounds like you can use a hand. I have a literal fire to put out. Wait a minute, don't hang up. I'll call you back. Alter, das hat mich gerade ein bisschen verwirrt, die... Ich mach ganz entspannt. Gut, in der Nähe ist hier irgendwo das Vieh. Ich hoffe, ich finde den Weg so zurück. Ja, ich habe die Tür gefunden. Ich darf jetzt nicht laut sein. Ich glaube, hier ist irgendwo die Präsenz. Deswegen muss ich langsam laufen. Ich kann auch versuchen zu rennen, aber das möchte ich jetzt gerade nicht machen. Das heißt, wir machen ganz geschillt und retten jetzt das Baby. Wo ist das Baby? Da ist es ja. Ich laufe im Dunkeln hoch. Gut. Das Haus hört nicht mehr zu. Okay, ich glaube, jetzt kann ich wieder laut sein. Ich glaube, wenn das Haus dann wieder zuhört, dann... Patient showing signs of progress. She is accepting the switch to bottle feeding and is no longer... Wait a moment. What's that? I must be hearing things. I need more sleep. Hello? What's that? Who's there? Is something burning? Felicia? No, no, no. This is how it ends. Fucking house! It made Felicia burn her family alive? Why is it tormenting these poor people? I thought I was supposed to fix it. To stop it. What am I even doing here? I don't understand! Du, ich verstehe es auch nicht. I shouldn't be here.
This is all wrong. I gotta get out now. Ja, das werden wir jetzt auch tun, aber das Haus wird gleich wieder zuhören. Und dann sind wir tot. Ich sehe es schon, ich bin tot. Ja, das mache ich damit Freuden. Na, wann hört das Haus zu? Da hinten müssen wir hin. Wir wissen ungefähr die Richtung. Ich werde ganz entspannt laufen. Das ist eine Pflanze, gut. Ich habe das Gefühl, dass mich gleich irgendwas... Genau. Ja. Ja, ja. Es ist so dunkel. Es ist so verdammt dunkel. Jetzt brauche ich eine Taschenlampe. Nope. No more nature walks. This pregnancy has made me so clumsy. Every time I try to take a stroll outside, I twist something. I can't wait to get my balance back. Physically and spiritually. Ich glaube, die Schwangerschaft tat ihr nicht besonders gut. Ja, ja. No. No. What do you want from me? Ich weiß es nicht. Help! Aber ich will lieber hier draußen bleiben als da drin. Ich bleib hier. Hier hängt aber was. I can't hear you as well. Not without the pills. I'm ready to join you now. There's no one left for me. Give me a sign you're still here. A knock. Footsteps, your phonograph. Anything. I need to move on, but I'm afraid. Please show yourself. Your sister in suffering, Felicia. Was? This doesn't sound good. Goodbye, Mister. Shit! The rope. I need to head back there, stat. Natürlich. Ich muss auf jeden Fall nach oben. Ganz entspannt. Wo ist denn? Die Treppe. Oh, Jemini. Oh, McDonald's, hä? Von Seil, natürlich. Wir gehen jetzt zum Seil. Oh, ich wollte schon sagen. Wo sind wir hier? Im Trainingsgelände? Was ist das? Rebuilding a practice is a daunting task. Especially when you consider our remote location. But then it hit me. Remote sessions. I've had patients reach out over the phone before, so why not embrace that? I'm certain some former colleagues would take issue, but then they would take issue with SSRIs. Da ist eine Tür. Müssen auf jeden Fall dahin. Dahin, genau. Hang on, Felicia. I'm coming. I'm coming for you, Ashley. Das ist das Babyzimmer. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube es jedenfalls, aber ich habe das Gefühl, dass wir gleich erhängt werden.
doctor. Goodbye, sweet baby girl. I'm off to visit with a girlfriend. Oh. Felicia, why? What happened? It wasn't your fault. None of this was your fault. Why are you doing this? What the hell is the point of any of this? How are you? Where am I? A tree. Why? Ich habe keine Ahnung. Aber da hängt was. Eine Kette. Down in the marketplace, I spied a spry old man handing her this locket. It was inscribed, "Thy healing fingers hath my eternal gratitude." Imagine my shock when he turned and I saw it was Erwin, the town cripple, and there was no cane in sight. Who was that? And who was she talking about? Kapitel 2, das Ticket, ernsthaft? Wie lange geht das Ding? Ich dachte, dieses Spiel würde schnell gehen. Aber anscheinend wird es gespeichert. This place feels different. It's the same house, but... No, that's not possible. Hello? Cass, you need me on this, please. Here we go again. Need. Needing someone isn't a weakness, Cassie. Not for you, maybe. Needing is primal. Once you need something, you're not in control. You're desperate. And I desperately need you to be safe right now. And I'm not ashamed of it. I'll... Damn it! What the hell? Sorry, babe. Signal sucks. We'll pick this up later. Message sent. Was ist das für ein Geräusch? Was ist mit dem Game Shoot? Eindeutig, dass Game ist daran schuld. Ich glaube, wir müssen da hin. Fühle ich mich jetzt hier sicher? Ich weiß es nicht. Kommt es von hier? Ich glaube, ne? What happened to him? I know this isn't real. It can't be. The house is warning me. It's telling me. I need to be the one to save you from the enemy. This must be Betty. How is it that she knows what's real? If only Felicia knew. Morse code. That's gotta be important. May as well start there.
großes Zuhörnhaus. Ja, ihr Lieben, ich würde einfach sagen, dass hier einer sitzt und mit dem werde ich eine Runde jetzt quatschen, denn ich mache hier einen Cut. Meine Stimme haut schon ab. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao!